Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. Ich stehe schon wieder hier, schon wieder nachts auf dem Marktplatz. Ich glaube, es liegt an dieser schönen Kulisse. Ich werde immer wieder hierher gezogen. Oh, aber dabei graut gerade der Morgen. Oh, wie schön. Das habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Auch nicht schlecht. Ja, und Sybil läuft immer noch hier über den Marktplatz und kauft bei unserem Caleb ein. Sybil hat mittlerweile ein anderes Outfit bekommen. Ich fand das andere schrecklich. Dieser Skin heißt jetzt, für alle, die es interessiert, ich glaube Monika. Nee, Manuela. Ich bin heute am Nachmittag alle Frauennamen, die mir in dem Moment einfielen, durchgegangen. Das ist der Skin Manuela. So, also Sybil ist jetzt Manuela. Ich habe mir Folgendes vorgenommen für heute. Da es immer mehr Leute in diesem Dorf werden und auch immer mehr Häuser ohne Klo und auch angelehnt auf unser Minecraft-Special, haben wir eine echte Scheißhaus-Problematik hier im Dorf, würde ich sagen. Wir haben ein Klo da. Wir haben ein Klo hinten beim Puff und wir haben ein Klo hinten bei der Bäckerei. Aber das ist ja jetzt auch nicht so ein wirklich frei zugängliches Klo. Also das steht hier ja noch so weit abgerückt vom Haus, dass man sagen könnte, also das kriegt ja, der wird gar nicht mit, wenn ich hier aufs Klo gehe. Ne? Oder hier am Puff auch. Also es steht ein bisschen abgerückt. Klar, da will nicht jeder drauf. Ansonsten gibt es nämlich nur noch ein Klo und das ist das, was hier im Gebäude ist. Das dreckigste Klo von Ardental. Das wollen wir ja mal so festhalten. Also, wir haben eine Scheißhausproblematik und deswegen habe ich beschlossen, wir bauen in dieser Folge Scheißhäuser. Keine Scheißhäuser, sondern Scheißhäuser. Isolde, wie findest du das? Wollen wir mal ein paar Scheißhäuser bauen? Ach, schön. Ja, okay, also ein paar Scheißhäuser. Ich fange jetzt einfach mal bei meinem eigenen Haus an, weil ich bei meinem eigenen Haus natürlich auch ein eigenes Scheißhaus haben möchte. Wenn ich schon keine Sitzgelegenheiten so richtige habe, außer draußen im Garten, dann will ich wenigstens mein eigenes Scheißhaus haben. So, dafür gehen wir jetzt mal ins Konter. Oh, ich kriege Hunger. Ich kriege Hunger. Und da ist sogar schon ein Herzchen flöten gegangen. Ich weiß gar nicht, wann mir das abhanden gekommen ist. Okay, also, wir brauchen Scheißhäuser. Ich würde sagen, ich nehme mal Cobblestone mit. Ein Stack Cobblestone ist schon mal eine gute Idee. Ein Stack Steinziegel. Das war gar kein Stack. Das ist ein Stack. Das ist auch eine gute Idee. Aber wenn ich das schon mitnehme, dann nehme ich natürlich auch noch das mit. Und ach, bemooster Bruchstein war hier auch noch. Gut. Und aha, genau. Ich habe vorhin wieder, als ich eingeloggt bin, direkt einen Ender vermobbt. Direkt einen Ender vermobbt. Jetzt kann ich doch wieder auf die Suche nach dem Ende gehen, weil ich langsam wieder genug habe, um den Rahmen zu powern. So, dann haben wir eine einzelne einsame Fackel, die wir jetzt mal hier dazu packen können. Und ich nehme natürlich auch noch Holz mit. Ich werde auch Scheißhäuser aus Holz bauen. Ich nehme vielleicht noch Eichenholz. Oh Gott, mein Inventar. Guckt euch das an, wie leer das ist. Und wisst ihr, warum das so leer ist? Das ist so leer wegen des Specials. Ich habe ja mein gesamtes Inventar leer gemacht und alles, was ich während des Specials aufgesammelt habe, das habe ich dann ja auch wieder weggepackt. So, ich weiß gar nicht, ob ich so gerne ein Scheißhaus mit solchen Schwarzeichenholztüren machen möchte. Aber ich nehme auf jeden Fall was von dem Schwarzeichenholz mit und die Treppen erinnern mich doch an etwas. Ich sollte hiervon nämlich auch noch Treppen mitnehmen. Und zwar hiervon und hiervon. Ich fürchte, dass es relativ gleichbleibende Klos sein werden. Einen Eimer nehmen wir auch mit und ich muss Kloschüsseln machen. Ein paar Kloschüsseln brauchen wir auch schon noch. Und zwar brauchen wir dafür wieder Eisenbarren und Fadori. Es sieht langsam schlecht aus mit den Eisenbarren. Ich benutze die doch relativ oft. Da, 9 Klos. Maximal 9 Klos können wir jetzt also machen. Habe ich hier nicht noch irgendwo Eisen drin gehabt? Fleisch, nix. Stein, nix. Oh Mann. Und ich habe gedacht, ich hätte noch. Da habe ich aber sowas von falsch gelegen, ha? Huh? Okay, das weg.
Dann hätte ich noch ganz gerne. Kommt, wir nehmen die anderen einfach auch mit. Da muss ich nicht so schnell wieder los. Die kommen sowieso ganz weg. Und zwar hier rein. Erstmal wieder aufräumen. Hier ist noch alles in Ordnung, ne? Ja, wobei, das Knochenmehl packe ich vielleicht lieber hier zu. Genau, da oben sind nämlich auch schon einige Haufen Knochenmehl. Ich habe Eisenfalltüren. Die Eisenfalltüren möchte ich, glaube ich, nicht verwenden. Wenn, dann nehme ich normale Falltüren. Aber davon habe ich keine. Doch, 8 Stück habe ich noch. 8 Stück habe ich noch. Dann könnte ich noch wieder Schneebälle nehmen. Ich habe aber gerade keine Rahmen mehr, ne? Mhm. Dann brauchen wir Schilder für den Abort. Können auch einen Blumentopf mal mitnehmen, wenn das nicht gerade dieser wunderschön ziselierte Blumentopf ist, sondern dieser, ja, der letztendlich genauso aussieht wie das Bild hier, dann kann man den vielleicht auch als Blätterspender oder irgendwas benutzen. Ah, ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe mir mal was herbeigeholt. Genauso wie man diese ganzen kleinen Kisten und die ganzen Köpfe herbeiholen kann, kann man ja auch noch andere Gegenstände herbeiholen, die irgendwann mal jemand als Textur bereitgestellt hat. Zum Beispiel eine Klopapierrolle. Eine Klopapierrolle. Guckt euch die mal an. Sind die nicht Hammer? Jetzt weiß ich nicht, ob die kaputt geht, wenn ich sie abbaue, aber ich mach's einfach mal. Guckt mal, Klopapierrolle. Ich finde die super. Von oben sieht die nur leider total unscheinbar aus. Man muss sie sich eigentlich von hier aus angucken. Aber eigentlich, klick, ich tue sie wieder bei Register Dalton ins Brieffach. Irgendjemand hat Register eine Klopapierrolle in den Briefkasten gestopft. Das war wahrscheinlich die Dorfjugend. Ja, ja, weil die nämlich immer schimpft, weil die ständig bei den Mülleimern Fußball spielen. Kann ich verstehen. Oder es war ein Halloween-Scherz. Trick or treat. Und Register hat keine Süßigkeiten rausgegeben. Ich denke, ich hab's jetzt so langsam. Ich kann natürlich noch ein paar andere Holzsorten mitnehmen. Das Schwarzeichenholz sieht eigentlich schon fast zu neu aus, ne? Dann nimmt man vielleicht lieber Fichtenholz mit. Da. Das ist nicht mehr viel, aber wurscht. Und Akazie geht mal gar nicht. Akazie geht mal gar nicht. Hier, das geht auch noch. Tropenholz. Und Tropenholztüren gehen vielleicht auch. Okay, aber ich würde sagen, dann bin ich erstmal fertig. Ich habe die Hack Diamond noch dabei. Wo habe ich denn meine Sachen alle hingepackt? Oh, wo habe ich die denn hingepackt? Ach so. Wartet mal. Da habe ich sie hingetan. Da habe ich meine Sachen alle hingepackt. So, die Hack Diamond, die muss ich ja eigentlich auch der Sam wiederbringen. Oh ja. Das machen wir auch direkt. Sie hat ja gesagt, ich darf mich wie zu Hause fühlen. Ich darf einfach vorbeikommen, wie es mir beliebt. Ich habe einen Schlüssel gekriegt. Hoppala. Genau, und dann bringe ich ihr die mal wieder und packe die in den Keller. Ich bin sowieso ganz gespannt. Da Register hat auch eine Aufgabe, deren Routing muss ich auch noch wieder verbessern. Das von Sybil habe ich auf jeden Fall wieder ordentlich gemacht. Sybil läuft jetzt wieder hier ganz normal, wie ihr seht, über den Markt. La 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 la. Ach, ist sie nicht schön? Meine Tochter hat Sybils Skin ausgesucht. Ich hatte noch ein paar andere schöne. Wartet mal. Also das ist, glaube ich, die Manuela. Ich glaube, ganz gut gefiel mir noch die Elizabeth. Ich muss mal kurz gucken. NPC Skin Elisabeth. Gucken wir nach Elisabeth. Das ist Elisabeth. Allerdings trägt die, ich glaube, nur einen Pulli. Und ich bilde mir ein, nee, das sind keine Katzenöhrchen. Elisabeth ging eigentlich noch. Und warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe alles mögliche an Namen ausprobiert. Aua, aua, verdammt. Ein paar gefielen mir halt ganz gut. Also, ja, das war genau. Der aktuelle Skin, den Sybil hatte, war Manuela. Was noch geht, sind ganz witzig, Leute, wenn ihr einen schönen Skin haben wollt. Hermine, aber natürlich englisch geschrieben. Hermione. Zack, und jetzt passt durch. Guckt euch das an, Hermione. Die trägt im Ernst schwarze Schuhe, graue Socken, ein schwarzes Röckchen, einen grauen Polunder, ihre Krawatte, die braunen Haare, braune Augen und auch
einen Umhang. Ist das nicht Hammer? Hermione, wir haben dann alle möglichen Filmrollen nämlich auch noch ausprobiert. Total toll, finde ich super. So, das war Hermione. Jessica ist eine Prinzessin. Jessica, dann guckt euch Jessica an. Aber das passt natürlich nicht zu Sybil. Auch eine Prinzessin ist, aber das ist ganz logisch, Kleopatra, die ist sogar eine ägyptische Prinzessin. Ich habe ihr Routing angepasst. Ich habe ihr gesagt, sie darf auch in einem Abstand von 50 Blöcken um die Wegpunkte drumherum gehen. Also sie macht das jetzt so ein bisschen random. Granny läuft noch völlig normal. So, das ist jetzt also der Kleopatra-Skin. Das passt halt natürlich überhaupt nicht. Ganz schön fand ich noch Alicia, und zwar mit Y geschrieben. So. Ich habe nämlich heute erst wieder eine Folge 4 The Walking Dead geguckt, nachdem ich die aktuelle Folge The Walking Dead geguckt habe. Guck mal. Das ist Alicia. Und Alicia hat nämlich hinten auf ihrem Rücken ein Schild. Deswegen, lieber Felis, falls du mal einen Wächter haben möchtest, eine Wächterin mit Schild auf dem Rücken, Alicia. Alicia passt super, finde ich. Wer war denn sonst noch so? Der erste Skin, den ich für Sybil hatte, war Anna, Cleopatra, Manuela, Hermine, Alicia, Elizabeth und Jessica. Haben wir jetzt alle gesehen? Ich nehme jetzt einfach wieder die Manuela. Manuela. So, ihr dürft mir natürlich nach wie vor, falls ihr auf eurem Charakter einen mittelaltertauglichen Skin habt, also das heißt weder Sonnenbrille noch Cappies noch Kapuzenpullover noch irgendwelche anderen bunten Sachen, wenn ihr einen mittelaltertauglichen Skin habt, dann dürft ihr mir den gerne in die Kommentare schreiben. Dann müsst ihr einfach nur mal den Namen eures Accounts reinschreiben. Also wie ich jetzt zum Beispiel Regia heiße. Ich könnte ja zum Beispiel auch unserer lieben Sybil meinen Skin geben. Dann sähe sie eben so wie ich aus. Seht ihr das? Und so könnte dann einer der Dörfler aussehen wie ihr. Das haben wir im Stream schon gemacht. Ich habe mir schon ein paar Namen aufgeschrieben. Der Hans, der Mann von der Sybil zum Beispiel, der trägt den Skin eines der Zuschauer aus dem Stream. So, Sybil Skin Name Set to Manuela, genau. Das liest sich schon ein bisschen komisch. So, aber jetzt müssen wir los. Wir müssen auch Klos machen. Erstmal, ich weiß nicht, ob Barty vielleicht das Klo für die Sam lieber selber machen möchte. Aber ich habe mir überlegt, ich fange mit meinem eigenen Klo an. Das wird ein bisschen schwierig, fürchte ich. Hi, Apfelstiel. Oh Gott, es ist so dunkel, ihr seht gar nichts, ne? Ha, dann gehen wir einfach mal in mein Haus und schlafen oben. Da, mit diesem Ding habe ich die Klopapierrolle gemacht. Ich hab's gewusst. Ich hasse es, wenn sie mit meinen Türen rumklappern. Das ist doof. Das ist echt blöd. So, jetzt muss ich mal nach hier oben und schlafen gehen. Und? Und auf meinem Grundstück, Regista Dalton, hackt da zwischenzeitlich nochmal so einen Spruch raus. So. Ich brauche also ein Klo. Ich denke mal, hier in den oberen Etagen macht das keinen Sinn. Hier hatte ich schon drüber gesprochen. Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, aber dann wäre die Kacke immer direkt in meinem Eingangsbereich gelandet. Und hier mit dem unteren Bereich haben wir jetzt natürlich ein Problem. Boah, kannst du mal bitte abhauen? Boah, geh bitte. Bitte geh. Hau ab. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht gleich irgendwie der Golem. Hier in dem unteren Bereich geht es auch schwierig. Und wenn ich jetzt... Oh, oh. Ach so, das ist ein Enderman. Ach so. Ach so. Sag mal, Freund. Freund? Weiß ich, warum ich eigentlich wieder am Mensch, Leute. Manchmal bin ich so strubbelig im Kopf, ne? Jetzt weiß ich wieder, warum ich überhaupt da war. Mann, ich wollte doch noch die Hack Diamond abgeben. Dann machen wir das jetzt auch eben. Ich brauche eigentlich nicht so viel Angst haben vor den Golems, denn die planschen ja. Vielleicht ist es mittlerweile auch nur noch einer, aber beide Golems, die wir hatten, die standen eigentlich eine ganze Weile lang jetzt hier im Wasser. Ich brauche sie ja auch nicht mehr so wirklich. In der Regel sollte es ja hier keine Tote mehr geben können. So, also, die Hack Diamond Pro wollte ich abgeben. Deswegen war ich überhaupt auf den Marktplatz gegangen. Oh, und Sam hat jetzt hier offen gelassen. Ja, mutig, mutig.
Habe ich jetzt hier was auseinander... Boah, das gibt's nicht. Oh, so, das passt jetzt mal nicht, aber ich kann es auch nicht ändern. Die ist jetzt also gebraucht, das Ouija-Brett. Das geheime Ouija-Brett. Wo ist sie denn jetzt, die Hack Diamond? Hack Diamond Professional, schon eine gebrauchte. Aber bitteschön und vielen herzlichen Dank, liebe Sam. Eigentlich müsste ich ihr mal so Briefe schreiben, ha? Huh? Sollen wir auch mal Briefe für Sam schreiben? Wer weiß, wer weiß. Und kommen wir jetzt zum Klo. Oh, Regislavs Geist ist noch da. Oh, verdammt. Ich dachte, ich hätte Regislav getötet. Nein, Regislav ist noch da. Oh, verdammt. Ich dachte, ich hätte Regislav mittlerweile entfernt. Der gehörte doch tatsächlich nur zum Special. Hi. So, wobei, wartet mal. Wir können erstmal draußen gucken, ob wir hier irgendwo Platz haben für ein Klo. Man könnte das Klo jetzt natürlich, wie ich das bei der Bäckerei gemacht habe, irgendwo hier so ans Gebäude dran klatschen, so hier vielleicht in die Ecke. Persönlich muss ich allerdings sagen, bin ich irgendwie sehr ungewillt, mein Haus zu verlassen, um aufs Klo zu gehen. Können wir das nicht vielleicht irgendwo hier machen? Hier so rein? Guck mal, ist doch eigentlich passend. Zack, Tür davor und schon haben wir ein Klo eigentlich. Also eigentlich. Wartet mal, ich nehme mal vielleicht den da. Das passt dann dahin. Und jetzt einfach eine Tür. Eichenholztür. So. Zack. Schon haben wir ein Klo, oder nicht? Ha! Und schon haben wir ein Klo. Ja, also das war ja jetzt nicht so schwer, oder? Oh mein Gott. Ja, das ist ja doch recht günstig hier gewesen jetzt. Haltet mal. Klatsch und schon haben wir ein Klo. Allerdings haben wir hier keinen Abzug, ne? Keinerlei Abzug. Oh, okay. Wartet mal. Wenn ich jetzt da von hinten eine Treppe gegenklatsche, dann haben wir doch einen Abzug. Zug. Da, guck mal, dann haben wir einen Abzug. Es ist zwar ein bisschen kalt, aber wie sieht denn das von außen aus? Also wenn mir da jeder beim Scheißen auf den Arsch gucken kann, ist das natürlich schlecht. Ah. Ja, also schon irgendwie. Ne? Ich kann hier natürlich auch zumachen, aber dann habe ich keine Belüftung mehr. Genau, das war doch jetzt irgendwie auch der Witz der Sache. Also, nicht im Ernst! Nicht im Ernst! Hör mal, ihr Penner! Geh, hau ab! Lass mein Klo in Ruhe! Oh. Scheiße! Der haut noch nicht mal ab, der Blödmann! Och Mensch, der soll aus meinem Klo rausgehen! Mann, die Dörfler sind doof, warum gehen die immer in die Klos rein? Kann mir das mal einer sagen? Ist das irgendwie neu? Die Dörfler stehen entweder in einem Klo... Muss mal gucken, ob die da hinten jetzt auch schon wieder im Klo stehen. Moment. Nee, ich habe gerade Glück. Der Barty hatte echt Probleme, deswegen war da nämlich ein Klodeckel auf dem Klo hier in der Pension. Dass die sich halt ständig da... Ich glaube, ich mache da auch einen Klodeckel drauf. Dankeschön, hau ab! Geh einfach! Jetzt geh schon, hau ab! Geh! Mann! Der soll... Och Mann. Kann es sein, dass er hier nicht entlang gehen kann? Im Ernst? Du Idiot, du konntest da nicht weggehen? Mach zu. Komm, mach zu. Oh, Herrschaftszeiten. Ich mach da einen Klodeckel drauf, genau. Das ist die Idee. Klack. So. Komm ich dann noch hier rein? Ja, guck mal, ich komm hier rein. Ist ja perfekt. Ich kann ja aufs Klo gehen. Sehr schön. Nur das Problem mit der Belüftung ist irgendwie immer noch da. Das gibt's nicht, ne? Zack. Ich guck mal, wie es denn hier jetzt aussieht. Wartet mal. Ah.
man könnte doch eigentlich jetzt, wo ich hier diese Seitenstruktur von den Öfen sehe, einen Werfer in die Klos machen, oder? Also so einen Werfer, der einem dann die Strohbündel irgendwie auswirft. Will ich das hier so haben? Also, wenn ich jetzt das Klo dahin mache, dann bekommt der Satz, ich schlag mich mal in die Büsche, eine ganz andere Bedeutung gleich, oder? Ich meine, ich könnte das hier natürlich wegmachen. Dann mache ich da irgendwie was anderes hin. Oben ist ja noch zu. Oben ist ja zu. Was ist, wenn ich das hier wegmache? Aha, wenn ich das wegmache? Das sieht natürlich blöd aus. Das sieht doof aus. Da musste ich schon oben was hinmachen. Mhm. Eigentlich wäre das doch cool, ne? Wenn ich hier unten so ein 1x2 großes Klo hier drin hätte. Also das gefällt mir eigentlich gut von der Vorstellung her. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache das. Also einmal das hier raus. Zack, Wasser wieder rausholen. Den Topf wieder rausholen. Den Topf dafür hier hinsetzen. Wasser wieder rein. So, was habe ich hier? Eichenholz. Dann brauche ich hier auch Eichenholz. Also eigentlich ist es kein Eichenholz, sondern sind es eigentlich hier Workbenches. Aber farblich passt das dann jetzt hier immer noch am besten. Ja, okay. Also Tür zu. Hier kann man sich jetzt noch bewegen. Und nur das da ist irgendwie, ja, weniger gut. Irgendwie suboptimal, ne? Ich kann aber direkt ein Schild hinhängen. Ah, wobei ich glaube, mir gefällt es besser, wenn ich einen Stein nehme. Plupp. Ja, ich glaube, das ist besser. Das ist der Abort.